Schwestern und Brüder in Christus, in Freude und Dankbarkeit, dass der allmächtige Gott seiner Kirche Gläubige wie Hildegard Burian geschenkt hat, haben wir uns heute hier im Dom zu St. Stephan versammelt. Bei ihrem Einsatz für die Unterprivilegierten hat Hildegard Burian erkannt, dass bestehende ungerechte Strukturen zuerst auf der politischen Ebene verändert werden müssen. Daher nimmt sie das Angebot der christlich-sozialen Partei an, für die ersten Wahlen der neuen Republik Deutsch-Österreich zu kandidieren. Im März 1919 wird sie als einzige christlich-soziale Abgeordnete im Parlament angelobt. Eminenz, ich bitte Sie im Namen der Kirche in Wien gemeinsam mit der Generalleiterin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, die ehrwürdige Dienerin Gottes Hildegard Burian, im Auftrag unseres Heiligen Vaters in das Verzeichnis der Seligen aufzunehmen. Im ausdrücklichen Auftrag seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. Verlese ich nun das apostolische Schreiben, mit dem der Heilige Vater die ehrwürdige Dienerin Gottes Hildegard Burian in das Verzeichnis des Seligen aufnimmt. Damit zählt Hildegard Burian zu den Heiligen und Seligen der römisch-katholischen Kirche. Schwester Maria Judith Tapeiner, die diesen Reliquienschrein nun zum Altar bringt. Begleitet von Mitgliedern des Hildegard-Burian-Komitees. Hildegard Burian ist nun offiziell eine Selige der römisch-katholischen Kirche. Hier im Bild die Schwestern der Caritas Socialis, die hierher gekommen sind, um diesem besonderen Moment beizuwohnen. Heiligkeit ist mehr. Selige Hildegard Burian, bitte für uns.
Als Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis hat sie Frauen um sich geschart, die bis heute Quelle dieser Liebe sein wollen, um den notleidenden Menschen Hilfe und Trost zukommen zu lassen. Nach dem Beispiel von Hildegard Burian versuchen auch wir, Boten der helfenden Liebe Gottes zu sein.
queremos nos dar as mãos.